One Piece Odyssey ist draußen und ich habe das Spiel gespielt. Ob sich dieses Spiel lohnt und ob ihr es euch kaufen solltet, das könnt ihr vielleicht besser beurteilen nach meiner Review. Und ich würde einfach sagen, legen wir los. Hier ist Vegeta, Prinz der Saiyajin. Ihr schaut also das Video und habt immer noch nicht den Kanal von Saiyan abonniert? Ich muss euch Schwächlinge wohl eigenhändig auslöschen. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Story und die Story spielt zwischen Dressrosa und der Whole Cake Island Saga. Man braucht aber nicht wirklich Vorwissen, um die Story zu spielen, denn es ist eine neue Geschichte mit neuen Charakteren, die sogar von Oda selbst designt wurden. Darüber hinaus kann man aber auch alte Erinnerungen nachspielen. Das bedeutet, dass man Geschehnisse in Alabasta, Marineford oder sogar Dressrosa nochmal neu erleben kann. Wie genau das zustande kommt, möchte ich hier an dieser Stelle nicht spoilern, aber es gibt einen kleinen Twist. Da es ja nur, wie gesagt, Erinnerungen sind, ist auch nicht alles zu 100% akkurat. Man kennt es aus der echten Welt, manche Erinnerungen sind verschwommen, der eine Freund erinnert sich vielleicht an dasselbe Ereignis anders als man selbst und so weiter und deshalb kann man auch mit Änderungen in dieser Story rechnen. Das ist aber eine gute Möglichkeit für beide Seiten, diese Ausschnitte zu genießen. Zum einen für die, die die Story bereits kennen, denn für sie gibt es auch eben in diesen alten Erinnerungen neue Elemente, aber vor allem auch für die, die die Story gar nicht kennen, wird sie im Großen und Ganzen nochmal nacherzählt und Charaktere werden auch eingeführt, indem ihre Geschichten nochmal erklärt werden. Deshalb macht euch da keine Sorgen, wenn ihr bisher nicht so viel Erfahrung mit One Piece habt, auch wenn ich mir sicher bin, dass die Story bzw. generell das Spiel wesentlich mehr Spaß macht, wenn man ein wirklicher One Piece Fan ist und wenn man alle Geschichten kennt. Die neuen Charaktere, die eingeführt werden, vor allem Adio, sind sehr cool und haben auch einzigartige Fähigkeiten, die ich auch so gerne in der Serie sehen würde. Generell lebt One Piece ja von sehr vielen einzigartigen Fähigkeiten und auch in diesem Spiel sind keine Ausnahmen zu finden. Was die ganze Story meiner Meinung nach jedoch runterzieht, ist, dass manche Missionen sich wie Filler anfühlen, nur um das Spiel künstlich zu strecken. Zum Beispiel muss man einen Apfel finden, der irgendwie 300 Kilometer von dir entfernt ist, dann läufst du dahin, holst den Apfel, bringst ihm der Person, die eben diesen Apfel braucht und dann gehst du nochmal zurück zu dem Typen, der dir den Apfel gegeben hat, um dich bei ihm zu bedanken. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass man viel zu langsam läuft, dazu aber später noch mehr. Ansonsten aber ist die Story, finde ich, sehr cool. Wie vorhin schon erwähnt, die neuen Charaktere machen viel aus, sie haben interessante Geschichten und es fühlt sich wirklich wie eine One Piece Story an. Ich finde sogar, dass die Story besser ist als viele der One Piece Filme. Auch Eiichiro Oda hat an diesem Spiel mitgearbeitet, was die Story angeht. Also er hat nicht nur die Character Designs gemacht, sondern auch was den Inhalt angeht, hat er viel beigetragen, was man, finde ich, auch meiner Meinung nach merkt. Jetzt zum Combat und ja, es ist Turn-Based. Das ist für viele ein Kritikpunkt, aber ich persönlich habe nichts dagegen. Ich meine, Pokémon ist ein sehr beliebtes Spiel und wer Spaß an Pokémon hat, wird auch definitiv hier Spaß haben. Ich finde es sogar wesentlich besser als bei Pokémon, weil die Attacken auch geile Animationen haben, was Pokémon auch schon längst haben müsste. Falls man aber keine Lust hat, immer diese Animationen zu sehen, kann man es auch verschnellern, wodurch der gesamte Kampf dann doppelt so schnell verläuft. Und während den Kämpfen muss man auch darauf achten, was für ein Typ der Gegner hat. Je nachdem, was für ein Typ der eben ist, muss man auch mit einem anderen Typen kontern. Also eigentlich genauso wie in Pokémon. Ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, es ist wie Pokémon, nur in besser. Und deshalb, Turn-Based Gameplay ist meiner Meinung nach kein Kritikpunkt. Ich persönlich mag normales Gameplay auch mehr, aber auch so ein Gameplay macht Spaß und ist eine coole Abwechslung. Was ich aber kritisieren muss, ist, dass die Kämpfe gerne auch mal herausfordernder sein könnten. Also ich hatte keine wirklichen Probleme bisher, einen Gegner zu besiegen und ein etwas höherer Schwierigkeitsgrad würde dem Spiel, denke ich mal, gut tun. Ansonsten muss man aber selbst abwägen, ob man Turn-Based Gameplay mag oder nicht. Wer Turn-Based Gameplay mag, der wird dieses Gameplay, denke ich mal, nicht kritisieren. Und für Leute, die aufgeschlossen sind wie ich glaube, das wird euch auch gefallen. Und für Leute, die absolut keinen Bock auf Turn-Based Gameplay haben, für die wird das Spiel, denke ich mal, nichts, weil natürlich Combat ist ein sehr wichtiges Element. Weiter aber zur Exploration bzw. dem Erkunden. Und es gibt wirklich sehr viel zu erkunden. Man hat große Welten, besonders Alabasta ist massiv und
Überraschenderweise fühlt sich davon nichts leer an. Das war damals mein größter Kritikpunkt an One Piece Worldseeker, aber hier gibt es überall was zu machen. Man kann mit Leuten reden, die manchmal auch echt lustige Sachen sagen. Es gibt viele Sidequests, welche auch oft wirklich interessant sind. Man kann auch Kopfgelder sammeln und andere Piraten ausschalten. Wo mich ebenfalls überrascht hat, wie unterhaltsam die Dialoge waren. Also generell sind die Sidequests hier eher von der guten Sorte und es lohnt sich, die zu erledigen. Jeder Charakter hat auch seine eigene Weise, wie er die Welt erkundet. Man kann immer hin und her wechseln zwischen den einzelnen Charakteren und jeder kann seine besondere Fähigkeiten nutzen. Ruffy zum Beispiel kann überall rumschwingen und Sachen aus weiter Entfernung einsammeln. Lissop kann Dinge abschießen, Zoro kann durch Metall schneiden, Sanji findet seltene Essensgegenstände und so weiter. Deshalb lohnt es sich, mit jedem Charakter hier die Welt zu erkunden und hin und her zu wechseln. Hier aber auch wieder ein sehr, sehr großer Kritikpunkt, beziehungsweise eine sehr große verpasste Gelegenheit, dass Zoro seine Minimap behält. Ohne Minimap wäre es viel akkurater und lustiger, deshalb etwas schade, aber so ist es eben nun mal. Und wie gesagt, die Welten sind sehr schön, es macht Spaß, sie anzuschauen und zu erkunden. Es gibt sogar in den alten Erinnerungen, wie zum Beispiel Marineford, neue Areale, die es im Anime so gar nicht gab. Dennoch gibt es zwei Dinge, die das Erkunden runterziehen. Zum einen, wie vorhin gesagt, man läuft viel zu langsam. Es muss unbedingt ein Patch her, dass man schneller die Welten erkundet und auch Ruffys Schwingen fühlt sich nicht flüssig an. Der zweite Kritikpunkt ist, dass man nicht wirklich krasse Belohnungen bekommt, wie zum Beispiel neue Kleidung. One Piece hat zahlreiche Kleidung, also daran scheitert es nicht und bei Spielen will ich immer neue Ausrüstung haben, weil da wird man wirklich belohnt, die Welten zu erkunden. In One Piece Odyssey gibt es allerdings nur bedingt die Möglichkeit, Kleidung zu ändern. Also man kann die Kleidung ändern, da aber es gibt jetzt nicht allzu viel Auswahl. Mein letzter Punkt ist die Präsentation und ich denke, ihr seht es schon die ganze Zeit im Hintergrund. Die Grafik ist sehr, sehr gut und ich spiele das Ganze auf der PlayStation 5 mit 4K-Auflösung und 60 FPS und es ist wirklich sehr, sehr schön. Für die Schlingel unter euch wurde auch nicht am Fanservice gespart, also Nico Robbins Character Model und Namis Attacken, da wird der ein oder andere kleine Racker sich freuen. Andere feiern es vielleicht nicht so sehr, aber da fehlt wieder meiner Meinung nach so ein bisschen die Outfit-Wahl, dass man mehr zur Auswahl hat, was jeder Charakter trägt und was nicht. Weil ich muss auch sagen, diese Timeskip-Outfits, die kann ich nicht länger ansehen, die sind gefühlt in jedem One Piece-Spiel seit 20 Jahren dabei. Man kann sie später ändern, aber naja, dieser Punkt hat mich auf jeden Fall gestört. Die Soundtracks hingegen sind aber sehr, sehr gut und unterstützen dieses Erkunden auch gut. Also wenn man erkundet, dann nervt dieser Soundtrack nicht, es unterstützt er. Wenn Kämpfe beginnen, ist es auch sehr cool. Also der Soundtrack war auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt. Generell kann ich sagen, dass One Piece Odyssey ein gelungenes One Piece Spiel ist. Es macht Spaß zu spielen. Man muss halt einfach abwägen, ob man dieses Turn-Based Gameplay mag oder nicht. Und ich denke, das ist eher so der größte Kritikpunkt für die meisten. Für mich persönlich nicht. Es gibt natürlich viele kleine Punkte, die ich genannt habe. Aber im Großen und Ganzen macht das Spiel Spaß. Es ist kein perfektes Spiel. Es hat Fehler. Aber ich würde dem Ganzen so 7,5 von 10 geben. Und falls ihr das Spiel habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Und wir hören uns im nächsten Video wieder. Ciao und tschüss. Dachtet ihr etwa, dass das Video schon zu Ende ist? Nicht Saiyan beendet das Video, sondern ich, Dio!